Guten Morgen hier aus Schottland, Tag 6 unseres Fototrips hier in Schottland. Momentan sind wir immer noch auf der Isle of Skye unterwegs. Wir haben 7 Uhr morgens, sind schon unterwegs zu unserem Zielspot für den Sonnenaufgang. Hier auch, wie jeden Tag, mit dabei Herr Christian und der Nico. Wir planen gerade noch die Route auf dem Handy, wo wir genau hin müssen. Ja, langsam wird es immer heller. Auf der Kamera ist vielleicht noch nicht so gut zu sehen, aber die Landschaft hier ist richtig, richtig gut. Die werde ich euch natürlich nachher zeigen, wenn es hell ist. Und ja, ich würde sagen, wir wandern jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein kleines Stückchen vor uns. Und wenn wir angekommen sind, ja, dann werde ich euch auch die Landschaft zeigen. Also bis gleich. Ja, inzwischen ist die Sonne komplett aufgegangen und ja, es war einfach ein Traum von einem Sonnenaufgang. Die Landschaft, die, ja, die hat gerade so eine tolle Farbe hier, weil die Sonne halt noch ziemlich schräg steht. Sieht einfach mega genial jetzt hier aus. Schaut euch das mal hinter mir an. Ist einfach, ja, gigantisch. Ja, ich laufe jetzt hier den Weg noch etwas entlang und versuche noch ein paar andere Blickwinkel zu bekommen. Vielleicht gehe ich da hinten auch noch auf den einen Berg drauf, auf die eine Bergspitze da. Mal schauen. Und der Christian und der Nico, die kommen ja wahrscheinlich auch noch gleich hinterher. Der Nico wollte da hinten noch ein Panorama machen. Und ja, ich bin gespannt, was wir jetzt gleich noch alles einfangen können. Und ja, wird natürlich alles gleich eingeblendet. Und dann würde ich sagen, bis gleich. We'll be right back.
Ein bisschen aus der Puste. Wir sind jetzt so einen steilen Berg hier hoch und ja, stehe jetzt von dem Berg hier eigentlich oben auf dem Gipfel. Und ja, jetzt werden wir noch ein paar Aufnahmen hier oben machen. Puh, war das anstrengend. Und ja, die Aussicht von hier oben ist auch umwerfend. Einfach der absolute Hammer. Ja, hier vorne geht es direkt steil runter. Ja, das ist einfach der Hammer hier. Mega schön. So, mit dem Fotografieren sind wir soweit fertig. Komm, gib das Ding doch mal her. Hä? Was ist denn jetzt los? Feindliche Übernahme. Übernahme? Feindliche Übernahme. Das. So. Was gut. Willst du jetzt? Ich hab kein Konzept. Jetzt. Ich hab kein Konzept. Jetzt. Ich hab kein Konzept. Also da oben waren wir ja. Wunderbar. Die Aussicht war herrlich. Auf Cray Ring. Ach, das ist eine traumhafte Szene. Und das im Februar. Mit Schnee. Schaut jetzt an, überall Schnee. Schneehänge oben. Pascal macht die Drohne wieder fit. Wir machen gleich noch mal ein paar neue Drohnen-Shots. Christian, da klickt es auch schon wieder. Bam, 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 bam. Geht nicht. So, dann seht ihr den Pascal auch mal ein bisschen in Action. Pascal, was machst du jetzt? Ja, ich mach die Drohne startklar und dann nehmen wir so ein paar Szenen auf, wie die Drohne uns während dem Wandern hier auf dem Weg verfolgt. Ja, das okay. Sieht immer richtig gut aus. Das kann man später halt richtig gut ins Filmchen einbauen. Schöne Dynamik nochmal. Genau. Gut. Ziemlich gut. Gut. Ziemlich gut. Gut. Ziemlich gut.
Ja, gerade eben haben wir uns noch einmal kurz besprochen und haben uns dann entschlossen, hinter auf einen anderen Berg hochzusteigen. Allerdings hat es jetzt angefangen zu regnen. Vor mir ist hier der Nico. Ja, da wo wir hochgehen, gibt auch wieder etwas Schnee. Wir gehen davon aus, dass wir von da oben eine tolle Aussicht haben. Deshalb nehmen wir das jetzt noch auf uns und gehen hier hoch. Jetzt zeige ich mal gerade die Aussicht hier. Von der GoPro haben gerade den Geist aufgegeben, deswegen filme ich jetzt gerade ein bisschen hier mit dem iPhone weiter. Christian und Nico. Weiter hier den Berg hochgegangen. Jetzt sieht ganz schön der Wind, aber ich wollte es vielleicht noch da oben in den Schnee reinschaffen. Hier sieht man auch richtig, wie hier Regen runterkommt. Ja, das ist der Wahnsinn. Da hinten haben wir Sonne, Regen, Wind, Schnee. Absoluter Wahnsinn. Okay, ich gehe jetzt noch hoch. Dann schalte ich oben noch einmal ein und zeige euch den Blick von oben. So, ich stehe jetzt ziemlich weit oben. Der Nico ist jetzt doch noch nachgekommen. Ja, der Wind hat gerade. Ich habe gedacht, da muss ich hochgehen. Wenn Pascal hochgeht, hat die Mörderaussicht. Ja, wir haben jetzt noch ein paar coole Bilder hier gemacht. Ein paar Selfies. Muss auch zwischendurch sein. Muss man immer mal mitnehmen. Und ja, schaut euch die Aussicht von hier oben an. Einfach cool. Hat sich also absolut gelohnt, hier hochzukommen. Und jetzt steige ich mit dem Nico auch wieder ab. Geht es weiter nach unten. Der Christian wartet bestimmt schon im Wohnmobil. Und ja, ich glaube, der Kaffee ist fertig. Jetzt sind wir auch durchgefroren und für heute Morgen reicht es jetzt erstmal. Und ja, jetzt gehen wir, wie gesagt, uns ein bisschen aufwärmen. Mal frühstücken. Hast du schon ein Frühstück, Nico? Mhm. Nee. Eine Waffel. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Halb drei mittags und wir haben noch kein Frühstück. Ja, wird jetzt höchste Zeit. Von daher, bis gleich im Wohnmobil. Ja, guten Morgen hier aus Schottland, Tag 6 hier auf der Isle of Skye. Ja, ich bin auf dem Weg zum Old Man of Store. Wir hatten ja die Nacht unten auf dem Parkplatz im Wohnmobil verbracht. Heute Morgen ist der Nico wie geplant losgegangen. Doch heute Morgen hat es noch extrem gestürmt und geregnet und seitdem hat es auch immer noch nicht aufgehört zu regnen. Der Christian ist im Wohnmobil drin geblieben. Momentan ist halt die Aussicht auf ein schönes Foto sehr, sehr gering. Und ja, wie gesagt, der Nico ist heute Morgen schon losgegangen. Ja, ich habe noch etwas im Wohnmobil abgewartet, bin aber dann jetzt auch losgestartet, ja, zum Old Man of Store hochzuwandern und mal schauen, was dabei rauskommt. Ihr seht ja, wie es hier stürmt und wie es regnet. Im Moment ist, ja, zum Fotografieren nicht so toll, aber ich werde mein Glück trotzdem versuchen und ja, wenn nichts dabei rauskommt, war es halt eine schöne Regenwanderung. Ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, zum Fotografieren ist das Wetter natürlich jetzt momentan mit dem ganzen Regen nicht so gut, weil es ist kaum möglich, ein Foto zu machen, ohne dass man von direkt einen Regentropfen auf der Linse hat, den man dann später mühselig irgendwie am Computer rausretuschieren muss. Aber
Trotzdem macht das Wandern mir jetzt hier gerade ja, sehr viel Spaß. Auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so danach aussieht. Aber ich genieße es wirklich gerade sehr, auch hier im schottischen Regen durch diese tolle Landschaft hier zu wandern. Und es ist einfach ja, trotz dem ganzen Regen fantastisch. Das sind auch wieder Erinnerungen, die man einfach mitnimmt, über die man sich dann später immer noch erfreuen kann, dass man dann trotzdem bei dem Wetter hier entlang gewandert ist und ja, die Natur und die Landschaft etwas spüren durfte. Ja, jetzt geht es weiter. Da vorne sieht es gerade sehr steil aus. Jetzt geht es den Berg hoch und dann denke ich, bin ich auch schon bald da. Ja, inzwischen bin ich einige Meter weiter nach oben gestiegen und wie ihr hören könnt, der Wind, der geht immer noch sehr, sehr stark hier. Es regnet, es ist sehr, sehr neblig. Aber trotzdem habe ich jetzt hier hinter mir den Old Man of Store. Der scheint jetzt so ein bisschen durch den Nebel durch. Ist schon ein sehr genialer Anblick. Allein aus dem Grund hat es sich jetzt schon gelohnt, hier hinzuwandern. Ja, hier drüben ist auch noch ein sehr imposanter Felszipfel. Und dann hier, wie gesagt, der Old Man of Store. Zum Glück geht der Wind ohne Ende. Es ist kaum möglich, hier eine Kamera aufzubauen. Die Gott sei Dank hier stehen. Kannst ja auch momentan auch nur hier mit dem Pulli schützen. Das ist der Wahnsinn. Aber der Himmel, der ist gerade aufgezogen. Und jetzt kann man den Ort auch richtig gut sehen. Ich schwenke mal gerade einmal um hier.
Wie geil ist das denn? Der Christian! Der Christian ist auch noch gekommen! Are you listening? Damn. Wie geil ist das denn? Hallo, so, wir sind jetzt zurück vom Old Man of Store. Ja, ihr habt ja gesehen, wie fix und fertig wir waren. Der Wind hat uns ganz schön zermürbt da oben. Sind aber gut angekommen jetzt im Wohnmobil. Haben uns dann heute Mittag dann noch was zu essen gemacht. Sind dann losgefahren. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gefahren? Etliche Hunderte, ne? Bis hierhin. Ich glaube, von oben runter 300, ne? Ja, sind jetzt 300 Kilometer gefahren, weil morgen geht es ja schon wieder auf die Fähre. 400 Kilometer zum ersten, zum zweiten werden wieder mehr. 400 Kilometer bis hierhin und morgen haben wir noch 200 Kilometer vor uns, bis wir dann an der Fähre ankommen. Ja, dementsprechend kaputt sind wir jetzt auch. Total fix und fertig. Ich habe mir gerade noch hier so ein paar Nudeln gemacht. Der Nico sich eine Schale Müsli. Ja, und der Christian hat so ein Chicken Bacon Sandwich von der Tankstelle noch gefuttert. Darf ich noch mal die Milch erwähnen? Die ist super. Ja, die Graham Milch aus der dritten Generation, wissen wir jetzt schon alle. Von Mom and Dad, ja. Ja, jetzt werden wir hier die Nacht noch mal auf irgendeiner abgelegenen Straße verbringen. Ich hoffe, die überleben mal die Nacht hier. Ne? In Ordnung. Keine Ahnung, keiner, wo wir hier stehen. Und keiner auf die. Und morgen geht es dann, wie gesagt, extrem früh nochmal los. 200 Kilometer fahren, dass wir früh an der Fähre sind. Das ist morgen am Tag 7, wo es dann Richtung Fähre geht. Also, bis dann. Ciao. 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 Guten Morgen, Tag 7 unserer Schottlandreise. Ja, inzwischen sind wir hier in England angekommen. Wir sind heute Morgen schon 200 Kilometer gefahren. Sind jetzt hier schon an der Fähre angekommen. Ja, für uns geht es dann heute Mittag dann auf die Fähre drauf und dann Richtung Amsterdam für den Heimweg anzutreten. Ja, der Christian sitzt hier in der Ecke. Hi. Ist ein bisschen am Handy am rumspielen. Spielen.
Der Nico, der spült hier mal. Der spült mal Pascal seinen Scheiß weg. Der spült mal unser Geschirr hier weg. Ja, und somit ist halt unsere Schottlandreise so langsam zu Ende. Und da würde ich sagen, tun wir uns an der Stelle hier verabschieden. Ich blende euch noch ein paar Eindrücke ein von der Heimreise, vielleicht das ein oder andere Bild oder ja, eine kurze kleine Zeitraffer-Sequenz. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wenn euch ja, das Video hier gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und wir sehen uns dann auf dem nächsten Fotoabenteuer. Also macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.